Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Vampire Sound 2. Ich mache den Demo einfach gerade weiter auf. Mal speichern. Und wir sollten ja jetzt genau in die Wüstenstätte gehen. Hier warten wir jetzt darauf, dass mal wieder was Neues erscheint. So. Und dann heben wir doch einfach mal ab. Wir haben ja eine neue Stadt freigeschaltet, weil wir ja auch die Schlacht gewonnen hatten in den letzten Eras. Der vorletzten Eras, Entschuldigung. Die letzte Burg der Eras werden wir auch noch erobern. Ja, und dann fehlt ja eigentlich nur noch die, fehlt nur noch die ganze oben links von dem Clan. Ich weiß aber noch nicht, welche ich zuerst auslöschen soll, ehrlich gesagt. Bin noch an der Stadt schon vorbeigeflogen, ich Hornochse. Wir können trotzdem mal hier reingehen, was wir hier für einen Schlüssel brauchen. Das weiß ich gar nicht, ob der gelbe hier noch reicht. So, übrigens, ist das der Grund, warum ich hier mit Nyria nicht, kriegen wir nicht auf. Okay. Idris soll noch heile. Ist der Grund, warum ich hier mit Nyria nicht gelootet habe. Weil wir hier mit Valnar hinkommen. Und ich wollte, dass er hier looten kann. sieht aus wie ein Regal voller Bücher. Die Heldentat des kleinen Zeiligen Krieger. Genau. Auch wieder sehr selbstverliebt hier. Ein Schlafmittel. Für uns unnützes Kochgeschirr. Tod. Hier war ein ganz schönes Massaker. Ja. Das ist bei jedem. Tod. Na gut. Dann gehen wir mal nach oben. Apropos, erstmal ein Dungeon. Boah, das stinkt schon. Lass uns lieber den anderen Körper wegtreten. Hey, du legst den Weg, Dummkopf. Ja, alles klar. Mit dem gelben Schlüssel können wir gleich direkt den Dungeon spielen. Sehr schön. Ich möchte aber vorher hier mal gucken. Und eins der Reihe Gedichte der Dunkelheit. Geschrieben von Cool Devil. Es trägt den Titel Aska. Interessant. Lies vor. Ich war noch jung, 10 Jahre kaum. Da herrschte Krieg, gut gegen bös. Blut beschmierte meinen Saum und meine Eltern verschwanden. Adieu. Eine Kreatur zerfleischt sie, konnte nichts dagegen tun. Ich kam, um zu helfen. Ihn doch ein kalter Schlag brachte mich zum Ruhm. Als erwacht ich bin, ein großer Mann vor mir stand und er sagte, sieh nicht hin. Er reichte mir die Hand. Nach Melsa, sagte er, zeigte mir den Weg. Ich ging und bemerkte eine Wunde, vom Kampfe her. Es waren 2 Löcher am Halse, sie blutete und hat gebebt. Ich ging ins Gasthaus zum bebenden Stier, keuchte nur noch, helft mir. Meine Kräfte verließen mich und mein Schlaf war bitterlich. Am nächsten Morgen war wieder alles gut, doch verändert habe ich mich. Und als ich ein kleines Mädchen sah, wusste ich, ich brauche Blut. Ja, sehr gelungen. Beschreibt auch so ein bisschen Askas Geschichte, ne? Nur, dass er nicht nach Melsan ging, sondern nach Asran. Solange das unser Schloss gesichert ist, unser Sold gesichert ist, werden wir euch mit allen Mitteln und Kräften unterstützen. Sehr schön. Oh. Ziemlich tot, würde ich sagen. So muss das sein. Resistenzstein. Das ist Blut von einem Koch. Der Kopf, der da schwebt, sollte eigentlich da unten liegen. Schade. Verkackt mal, Alex, würde ich sagen. So. Das ist halb so wild. Passiert. Obwohl, das hätte eigentlich schon längst mal gefixt werden können. Naja, gut.
Dann mal los. Unser gelber Schlüssel leuchtet. Der Weg ist frei. Holen wir uns das Bruchstück. Der Dungeon hier war nicht besonders groß, wenn ich mich richtig erinnere. Hier sind wir mit Nyria schon einmal durchgelaufen. Na gut, gucken wir mal, wie stark die Gegner hier sind. Okay. Ich will das eigentlich nicht überall Ultima benutzen, weil es so viel Blut kostet. Aber hier beißen, verursacht Blutung, schädigt alle Gegner, regeneriert den Körper. Ah, okay. Das ist natürlich schon cool, dieser Doppelangriff, ne? Wow. Oh, das krasse Geheimnis. Einfach mal so eine leere Flasche. Oh, der hat sich aber hier versteckt, der Feiler. Ja. Na gut, ich mach die bis gleich. Zweimal Ultima, einmal wilde Wut, war das Thema durch. Also Ultima ist natürlich schon ein ziemlich cooler Skill, ne? Gerade weil der eben keine... Also Ultima hat den Vorteil, aber auch Nachteil. Der hat halt kein Element und ist gegen alles gleich stark. Also der Vorteil ist, dass man immer Schaden macht. Der Nachteil ist, man macht nie kritischen Schaden in dem Sinne. So, ein guter Walnadel, leider voll auf die Fresse gekriegt. Er hat es überlebt, aber... Macht ja gar nichts, wir können ja mit Lane die normale Heilung machen. Oh, und sie nuckelt dann gleich einfach mal ein bisschen Blut. Dabei geben wir aber ein bisschen was, dass sie nicht direkt in die Raserei fällt. Wenn ich kann einfach mal Blut saugen, dann geht es nämlich schon direkt. Man kann wirklich ganz gut einmal, zweimal Ultima machen. Dann Blut saugen und so, dann klappt das schon ganz gut. So. Ich glaube, das hier ist mit Abstand der leichteste Dungeon, glaube ich. Tatsächlich. Der ist straightforward. Du hast hier keine allzu starken Gegner. Also, das geht eigentlich ganz gut. So, dann machen wir folgendes. Mal Blut saugen. Ja, sonst Wünsche. So, wilde Wut einmal auf alle. Bei Nacken schon mal Blut machen. Kann ich schon mal angreifen, ist ja schon erledigt, sehr schön. Oh, entschuldigt, ich wollte ins Kampf eigentlich skippen. Egal, jetzt ziehen wir durch. Jetzt dürfte man live in der ersten Reihe zugucken, wie das Profi macht hier. Warte noch. Die beiden nämlich wieder schön voll, können im nächsten Kampf der Ultima spammen. Sehr schön. 7800 EP, überleg mal. Also die geben schon ordentlich, ne? 7800, das ist selbst für unsere jetzigen Verhältnisse echt schon viel. Wer ist gerade gestiegen? Aska ist gerade hochgestiegen, ne? Genau. So, das sind jetzt gut 30.000 EP, die du brauchst, um wieder ein Level zu steigen. Aber das sind halt... Bei 7000 EP pro Gegner oder pro Kampf halt echt nicht viel, ne? Sparen halt wirklich gerade. Also man kann ja wirklich gut kämpfen. Ich schätze mal, dass ich hier sogar mal ein bisschen trainieren werde. Obwohl ich gerade im Moment eigentlich sagen muss, dass ich mein Level nicht unnötig hochtreiben sollte. Die Kämpfe, die ich so mitnehme, sind okay. Der Rest muss nicht sein. Leveln kann man später immer noch nur noch. Weil die Gegner eigentlich schon ganz gute EP geben. Ich habe das doch lustigerweise ganz anders in Erinnerung, das Spiel. Also ich weiß noch, damals habe ich das Spiel zum ersten Mal gespielt hatte, war ich Level 80 im Final Dungeon und habe mich da zu Tode gequält. Und hatte auch das Gefühl, du kriegst nirgendwo EP gefühlt, obwohl ich irgendwie alle Sidequests gemacht hatte. Aber
irgendwie jetzt, ich so überlege. Easy. Andererseits habe ich auch vorher die Vampire's Dawn Special Edition gespielt, wo du noch weniger EP kriegst als üblich. Vielleicht hat mich das ein bisschen getriggert, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages macht das Balancing Vampire's Dawn 2 schon echt Spaß, muss ich echt sagen. Klar, es ist jetzt nicht mega taktisch oder so, aber den Anspruch hat es an sich selbst auch nie gehabt. Und deswegen finde ich es irgendwie auch okay. Es hat ein ganz, ganz klassisches JRPG-Kampfsystem und das passt. Passt so gut zum Spiel. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das in Vampire's Dawn 3 der Fall sein wird, wie viel sich das da ändern wird. Ich glaube, wir sind übrigens schon da. Das Kaldrium ist also bereit zur Verarbeitung? Ja, wir haben genug davon aus den Minen geholt und es wurde bereits von den Magiern magisch behandelt. Wir können es also jetzt zur Steintafel weiterverarbeiten. Hervorragend! Das wird das Ende des Krieges bedeuten und der Anfang unserer uneingeschränkten Herrschaft über diese Welt. Ah, Morlon, was gibt es? Ja, da, wir haben ihn. Wen? Wir haben Ustra in der Falle, seine Pyramide ist entdeckt. Er versteckt sich dort drin. Ah, was für ein glorreicher Tag. Wir brauchen nicht einmal diese Steintafel. Wir vernichten Ustra direkt in seiner Pyramide. Wir werden diesen Wurm zerquetschen. Macht die Magier bereit. Dies ist das letzte Gefecht. Dies ist unser Sieg. Wieder diese merkwürdigen Gedanken von den Elras. Alles okay, Valnar? Werde noch verrückt. Warum ich? Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe das alles nicht. Diese Bruchstücke müssen einen sehr merkwürdigen Einfluss auf dich ausüben. Was es auch ist, wir werden eine Heilung dafür finden. Ich hoffe es. Vor allem geil ist auch die Frage von Nyria, was ist das hier, ein Grab? Ne? Wenn ich mir das so angucke, sieht das alles andere aus wie ein Grab. So, komm her, du Teil. Sehr gut, ihr habt ein weiteres Bruchstück gefunden. Ich bringe es ins Schloss. Okay. Such mir ein anderes Bruchstück. Sehr schön. Mal anders. Genug von den Fluchttränken. Da. Und jetzt fliege ich rüber in die Wüstenstadt. Bis gleich. Damit willkommen in Irena. Und dann legen wir mal los. Gucken uns mal die Stadt genau an hier. Hündchen. Seid gegrüßt, Fremde. Besucht ist immer herzlich willkommen. Danke für die herzliche Gastfreundschaft. Nun, im Moment sieht es leider so aus, als würde diese Stadt früher oder später aussterben. Kaum jemand will in der Wüste leben und Ustras Taten für die Menschheit wird leider auch von viel zu wenigen Menschen erkannt. Und so haben wir hier leider weniger Kinder und neue Bewohner. Und so wird es diese Stadt in vielleicht 2 Generationen nicht mehr geben. Dabei ist Irena die Stadt der längsten Tradition. Unsere Vorfahren bauten die Pyramide Ustras. Und so ist es umso wichtiger, jeglichen Besuch herzlich zu empfangen und so dafür zu sorgen, dass unsere Gastfreundschaft auf der ganzen Welt bekannt wird und wir so neue Bewohner in unsere Stadt ziehen. Ja, wir werden eure Gastfreundschaft weiterempfehlen. Das ist schön. Fühlt euch viel zu Hause. Mach ich. Hier stehen alle 7 Bände von Kleine Prinzessin Sarah. 7 Bände! Mein Gott. Hallo ihr. Wart ihr schon in Ustras Pyramide? Warum fragst du? Ich habe gehört, da drinnen soll es viele böse Monster geben. Nur der Bürgermeister weiß, wie man an ihn vorbeikommt. Kämpfen? Der Bürgermeister ist ein alter Mann. Der kämpft bestimmt nicht. Ich glaube, er benutzt immer so eine Art magisches Tor oder so. Interessant. Lass mich durch. Guten Tag. Guten Tag, alles in Ordnung? Seid ihr die neuen Wachen? Sehen wir so aus?
Nein, aber ihr habt so geklungen, als wolltet ihr für Ordnung sorgen. Eigentlich sind wir nur auf der Suche nach Leuten, denen wir vielleicht helfen können. Danke, aber ich brauche eure Hilfe nicht. Na fein. Na gut, dann eben nicht. Schöne Blume hier drin. So. Schön, 478 Filar. Truva, seid gegrüßt, Fremde. Hallo. Seid ihr gekommen, unseren großen Pharaoh zu huldigen? Was hat er denn getan, dass die Menschen in diesem Dorf ihn so bewundern? Pharaoh war der mächtigste Mann der Welt. Unsere Vorfahren bauten ihm eine gigantische Pyramide, in der er seine Macht weiter ausbaute. Er war ein sehr geschickter Magier und als Dank für den Bau seiner Pyramide schickte er unser Dorf in alle Ewigkeit, schützte er unser Dorf in alle Ewigkeit vor dem Bösen und der widerlichen Elras. Und vor vielen Jahren besiegte er sie vollständig. Wo ist er denn jetzt? Nun, das weiß niemand. Seit dieser letzten Schlacht gegen die Elras wurde er nie wieder gesehen. Doch er war zu mächtig, um von den Elras besiegt zu werden. Daher glauben wir, er ruht sich von dieser Schlacht in seiner Pyramide aus. Wie lange denn schon? Naja, mein Uropa hat ihn noch nie wirklich gesehen, aber seine Taten für uns und die Welt bleiben immer unvergessen. Ah ja, na dann schauen wir uns mal ein wenig um. Gerne. Auch ihr sollt Ustra dankbar sein. Ja, wo soll er denn sein, wenn er jetzt schon, weiß ich nicht, wenn sein Uropa ihn schon nicht gesehen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass der Madenfutter ist, ne? So als normaler Bürger. Preiset Ustra, unseren Erlöser, und andere Bücher, in denen Pharao Ustra gehuldigt wird. Wir sollten wirklich rausfinden, was es mit diesem Ustra auf sich hat. Ja, die Stadt gab es ja in Vampirstone 1 nicht, als wir Ustra vernichtet haben. Ich hab Sichtwort. Weil irgendjemand den zu Tode gepatcht hat. Ja, kleiner Seitenhieb muss sein. So. Ist ja nicht böse gemeint. So. Lauter Geschichten über das Leben in der Wüste. Klingt aber alles langweilig. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Jakala. Oh, was macht ihr hier unten? Wir schauen uns nur ein wenig um. Ihr wollt bestimmt etwas klauen. Doch ich beobachte euch. Wenn ich euch erwische, sage ich alles meinem Papa. Oho, da müssen wir natürlich artig sein. Sonst bekommen wir noch Haue von deinem Papa. Genau. Na, dann bin ich immer gespannt. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube. Ich glaube, dass wir hier noch etwas zu sehen bekommen, Walner. Los, klau. Klau! Nee, keine Sorge. Ciao! Sag mal, schwitzt ihr nicht mit eurem dicken Mäntel und Umhängen? Nein, nicht im geringsten. Ah, merkwürdig. Ihr seid wohl Wüstentemperaturen gewohnt, dabei seht ihr nun gar nicht danach aus. Ein wenig Schatten würde mir aber ganz gut tun. Er besucht auch unsere Gaststätte, Gäste sind dort immer willkommen. Gute Idee. Ich habe einen riesigen Durst. Guck mal nochmal her. Die Leibgarde des Königs, Ustra unser Beschützer und Einmal ist Keimal stehen hier. Einmal ist Keimal, das sind so ganz berühmte Worte, ne? Ganz berühmte Sätze, die einem das Leben zur Hölle machen können. Weil es dich gibt, oh Ustra. Ustra die Rückkehr. Und Ustra stirbt langsam. Merkwürdige Bücher. Wer seid ihr? Ein paar friedliche Besucher. Warum tragt ihr eine Waffe bei euch? Nun ja, seit die Wachen fort sind, muss man ja schauen, was denn plötzlich alle, wer dann plötzlich alles in die Stadt kommt und so, ne? Ja. Was ist denn mit Ustra? Sein Schutz ist leider nicht so allmächtig, wie alle hier in der Stadt glauben. Und so muss man ja jemand für Ordnung sorgen. Na dann, viel Erfolg dabei. Ihr solltet euch benehmen. Ich bin unbarmherzig mit Störenfrieden. Aber sicher doch. Oh, was ist mit Valdar los, ey? Habe ich auf einmal eine Menschlichkeit von minus 200 oder so? Lass mal kurz gucken. Nee, sogar höher als vorher.
Sagt, ihr kennt nicht zufällig das Rezept für gebratene Wüstenkäfer in Zitrussoße? Wüstenkäfer in Zitrussoße? Haha, sehr witzig. Nein, es gibt da... Oh, Wüstenkäfer und Zitrussoße. Hm, verstehe. Nein, es gibt da noch eine Zutat, die ist mir nicht bekannt. Etwas, das Fleisch des Wüstenkäfers zart und geschmeidig macht. Wenn du es nicht weißt, dann koch einfach was anderes. Aber der Bürgermeister hat mich darum gebeten. Es soll das Festessen sein, das es zu Singen unserer Tochter Anastasia geben wird. Die bisherige Köchin dieses traditionellen Gerichts ist leider vor einigen Jahren verstorben und hat dieses Rezept mit ins Grab genommen. Doch ohne dieses Gericht wird die Segnung katastrophal. Vielleicht können wir das Rezept ja irgendwie besorgen. Das würdet ihr für mich tun? Natürlich. Wunderbar. Ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr das Rezept besorgen könntet. Wir schauen, was wir machen können. Vielleicht ein Hinweis, wo wir suchen könnten? Ah, die bisherige Köchin ging oft nach Gardon, um dort ein wenig Erholung zu finden. Vielleicht hat sie das Rezept dort in einem der Bücher gefunden. Ah, das ist doch schon mal ein Anfang. Wir sind bald Zeug. Das hoffe ich. Jede Menge langweiliger Kinderbücher. Hoppel und Moppel, Kampf der Giganten steht hier. Hoppel und Moppel, wie furchterregend. Krankheitssicherung. Sehr cool. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Schattenpulver. Wenn die Sonne zu heftig wird, gießt du dich mit dem Schattenpulver voll, das ist gut. Es klingt ja so, als hättest du große Sorgen. Das kann man wohl sagen. Bald habe ich meine Segen des Ustra-Weihe. Was ist das? Es gibt ein Fest. Innerhalb dieses Festes werde ich den Segen Ustras erhalten. Wie denn das? Nun, das ganze Dorf wird bis spät in die Nacht um die Statue Ustras herumtanzen und dabei mit Liedern ihm huldigen. Währenddessen werden alle Jugendlichen, die 16 Jahre alt sind, rasiert und erhalten einen Schleier. Das ist das Ritual der Reinigung, auf die dann die Segnung durch Ustra erfolgt. Ihr werdet rasiert? Ja, der gesamte Körper wird vom Schmutz der Haare bereinigt. Klingt interessant. Können wir dabei sein? Aska! Nein, tut mir leid. An diesem Fest und dem Ritual dürfen nur Bewohner dieses Dorfes teilnehmen. Und auch nur dann, wenn sie Nachfahren derer sind, die Ustras Pyramide bauten. Schade. Das hätte ich nur zu gerne gesehen. Du bist wirklich unmöglich, Aska. Danach erhalten wir alle unser Kopftuch und den Schleier. Jungs natürlich einen Turban. Und ihr erhaltet... Den Segen direkt von Ustra höchstpersönlich? Nein, natürlich nicht. Das übernimmt der Bürgermeister in seinem Auftrag. Und wo ist nun das Problem? Nun, alle Jugendlichen, die Ustras Segen empfangen wollen, müssen eine Opfergabe bringen. Und du hast noch keine? Genau. Die Opfergabe muss aber etwas ganz Besonderes sein. Zum Beispiel? Ein wertvoller Edelstein. Ein Edelstein? Wo bekommen denn die anderen Jugendlichen einen her? Ehrlich gesagt gibt es diese Weihe nur sehr selten, weil es ja kaum Kinder hier gibt. So bin ich die erste seit 4 Jahren, die Ustras Segen empfangen wird. Und normalerweise sind die Eltern der Jugendlichen in der Lage, einen Edelstein zu kaufen. Doch meine nicht. Ein merkwürdiger Brauch. An wen geht denn der Edelstein? Der Bürgermeister bringt den Stein dann in Ustras Pyramide. Natürlich! Dann weiß der Bürgermeister, wo wir die Pyramide finden? Wenn ihr dorthin wollt, müsst ihr ihn fragen. Aber wollt ihr mir denn nicht helfen? Doch, natürlich. Das hatte ich gehofft. Ich wäre sonst wirklich verzweifelt. Was für Edelstein soll es denn sein? Nach Aussage des Bürgermeisters mag Usta am liebsten Topasse. Es wäre mehr als toll, wenn ihr mir einen besorgen könntet. Einen Topas also? Das sollte nicht allzu schwer aufzutreiben sein. Ich danke euch. Wir haben ja einen dabei. Da seid ihr wieder. Hattet ihr Erfolg? Ja, hier ist ein schöner Topas. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ich bin euch so dankbar. Jetzt kann ich doch noch rasiert werden, um den Segen Ustras zu empfangen. Danke! Er ist magisch. Inwiefern magisch? Er stärkt seinen Träger. Das ist ja wunderbar. Es wird Ustra ganz sicher noch viel mehr gefallen. Vielen, vielen Dank! Ich habe leider nicht viel, was ich euch dafür geben kann, aber vielleicht helfen euch diese 3 Steine, die ich nach langer Suche nach einem Edelstein gefunden habe. Der Bürgermeister meinte, sie wären keine Edelsteine und somit für mich wertlos. Statusrune? Eisrune? Feuerrune. Boah, mega. Dankeschön. Nein, ich habe zu danken. Nun, kann ich doch noch Ustras Segen empfangen?
Naja, gut, ob man diesen Segen empfangen möchte, ist aber nur eine ganz andere Frage, ne? Aber deswegen habe ich den Topaz behalten, wo ich den einen Typen für verwandelt hatte. So. Schon mal speichern. Weil wir einfach schon mal diesen Progress drin haben. Übrigens, die Kleidung ist hier vermutlich in 0,5 Sekunden trocken. Ich hatte das mal in Spanien. Haben wir dann auch, wenn wir ein Ferienhaus hatten, hast du nicht viele Klamotten mitgenommen, weil du bist den ganzen Tag im Ferienhaus, hast dann Pool gehabt und so. Und dann hast du da alle paar Tage mal in eine Waschmaschine, die da war, ein T-Shirt reingeschmissen, so was du getragen hast. Das hast du dann aufgehängt und das war innerhalb von 20 Minuten einfach pulvertrocken. Und hier wird es noch schneller gehen. Und vor allem wird da 6 Kilo Sand drin sein am Ende. Merdig. Haha, es ist toll, der Sonne zu spielen. Naja, in einem Wüstendorf hat man ja auch keine große Wahl. Aber sie hat... Aber die holt sich keinen Sonnenbrand. Ich meine, die ist so ganz kurz Kleidchen da nur an deiner Arme. Mama sagt immer, ich soll nicht so lange draußen spielen, aber mir macht Spaß. Was spielst du denn so? Ich spiele mit meiner Exe Ustra. Deine Exe heißt also Ustra. Ja, Papa hat aber verboten, dass ich sie so nenne. Aber das ist mir egal. Ustra ist ein echt toller Name für eine Exe, nicht wahr? Wenn du meinst. Ich wette, meine Exe Ustra ist viel schneller als ihr. Wohl kaum, Kleine. Du kennst mich wohl nicht. Wie wäre es mit einem Spiel? Ihr fangt die Echse in 10 Sekunden, ich verrate euch ein Geheimnis. Los geht's. Denkt dran, Ustra hat so einen kleinen süßen Punkt auf dem Kopf. Also los, Ustra. Los, fangt sie. Ustra, komm her. Ist die Falsche. Ustra. 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 Ist die Falsche. Nein. Ich wusste, es ist so schwer für euch. Das Mistvieh hatte nur Glück. Na gut. Krankheitsserum. Interessant wäre gewesen, wenn er jetzt hier so Edelsteine gefunden hätte, ne? 2 Bücher von jemandem namens The Question. Hab schon von dem gehört, arroganter Knilch. Macht sich gerne über andere lustig, weil seine eigenen Bücher nichts taugen. Okay. Oh, hallo, kann ich euch helfen? Nun, vielleicht könnt ihr uns etwas über die Stadt und ihre Beziehung zu Pharao Ustra erzählen. Ah, ihr wollt etwas über unseren geliebten Pharao Ustra erfahren. Geliebt? Aber natürlich, Pharao Ustra ist unser Heiliger, unser Schutzpatron. Wir lieben und verehren ihn. Er gibt uns Schutz vor diesem Gesindel der Elras. Ustra ist unser Retter. Er hatte den Angriff der Elras auf diese Stadt und seine Pyramide abgewehrt, indem er uns zeigte, wie wir kämpfen mussten. Wir mussten kämpfen. Wir erhielten viele magische Waffen, mit denen wir die Elras bekämpfen konnten. Oh, er ist wahrhaft heilig. Er ist unser geliebter Herrscher. Wir tun alles, was er von uns verlangt. Er hat euch gegen die Elras geholfen oder hat er sich eher selber geholfen und euch dazu geschlicht und einfach benutzt? Wie kannst du nur so schlecht über unseren geliebten Pharao reden? Dieser Sachverhalt liegt doch nahe. Er konnte sich nicht mit eigenen Kräften, sie nicht mit eigenen Kräften besiegen und hat euch deswegen benutzt. Niemals! Wir wurden ebenso angegriffen wie er und er hat uns geholfen. Aber das bedeutet, dass ihr ihn durchaus schon wahrhaftig gesehen habt? Aber natürlich! Er ist ein harter, aber gerechter Herrscher. Jeder, der sich gegen ihn stellt, wird zerquetscht, wie eine Kakerlake. Aber denen, die ihn unterstützen, hilft er wie ein Freund. Er liebt uns und wir lieben ihn. Okay, also taucht er ja so regelmäßig auf, oder wie? Nun, ehrlich gesagt, ist er schon seit einigen Jahren nicht mehr. Kurz nach dem letzten Angriff der Elras hatte er sich wohl in seine Pyramide zurückgezogen. Er ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Tja, wisst ihr, wir haben schon seit langer Zeit einen gesegneten... Das ist der Huldigung pro Monat. Hä? Egal, ich hab's. Ist egal. Am Anfang hatte er es geliebt. Er kam mal zu uns. Wir brachten ihm unsere besten Waren und Töchter. Und er zeigte uns seine Dankbarkeit mit seinem Schutz. Nehmt meine Tochter. Knattert sie so richtig durch, Herr Pharao. Ihr habt ihm eure Töchter gebracht. Das wollen da auch direkt. Boah, geht gar nicht. Ja, auch er war letztendlich die Gelüsten des Mannes unterworfen. Selbst oder gerade als mächtiger Pharao ist das natürlich auch erlaubt. Wir fühlen uns sicher mit seinem Schutz. Ohne ihn wären unsere Töchter zu viel Schlimmeren verdammt gewesen. Zu viel Schlimmeren? Es war schlimm, von Pharao Ustra geknattert zu werden. Wenn sie den Elras in den Finger kommen werden. Das ist allerdings richtig.
Seit wann haben die Elras Interesse an jungen Mädchen? Unser geliebter Pharao erzählte uns immer, was die Elras mit unseren Töchtern machen würden. Es war schrecklich. Das möchte ich lieber nicht wiederholen. Aber so waren unsere Töchter dankbar, zu Pharao Ustra in die Pyramide zu dürfen. Apropos Pyramide, wo finden wir die? Lasst unseren lieben Pharao nur. Er braucht seine Ruhe. Er ist doch anscheinend nach der großen Schlacht gegen die Elras verschwunden. Warum glaubt ihr, dass er noch lebt? Blasphemie! Oh nein, ich höre dieses Geschwafel von Blasphemie. Was soll das denn heißen, Aska? Ach, nichts. Ihr könnt ihr nur zweifeln, dass er noch am Leben ist. Natürlich ist er das. Ihr sprecht von unserem Pharao Ustra, unserem geliebten Herrscher. Er ist unsterblich. Alles kann sterben. Ist nur eine Frage des Wie. Ich weiß, wie vor dir sprecht. Geht bitte. Pharao Ustra wird euch bestrafen für eure sündige Zunge. Na, fein. Wann verschwinden die endlich? Wie konnten sie unseren geliebten Herrscher nur so schlecht machen? Pharao Ustra schläft tief in seiner Pyramide südlich von ihr. Ich bete darum, dass er die schmutzigen Gedanken dieser Person nicht gehört hat. Südlich von ihr? Hervorragend. Haben wir die Pyramide schön aufgedeckt. Rabul, guten Tag, Herrschaften. Irene bittet Besucher nicht, bietet. Also erstmal ist es Irena. So, wir haben ja schon Irana gehabt, Irene, Irane und Irana ist es auch. Irena ist es. So. Also, Irena bietet Besuchern nicht viel, aber eine Huldigung der Statue Pharao Ustra sollte für jeden Besucher eine Pflicht und Ehre sein. Ja, später vielleicht. Pharao Ustra möge euren Weg begleiten. Ach, lieber nicht. So. Die Abenteuer der Gebrüder Schnurrbart. Laut Buchrücken geht es um zwei Kanalarbeiter mit Schnurrbart, die die Welt vor der großen bösen Schildkröte retten und dabei jede Menge Pilze konsumieren. Immer diese Bücher über Pilzsüchtige. Mario Luigi. Strafe muss sein, ein Wegweiser zur Kindererziehung. Ja, Strafe ist gut. Sehr gut sogar. Seid ihr hier, um Pharao Ustra mitzubeten? Nein, eigentlich nicht. Solltet ihr aber. Er ist der mächtigste Mensch, der je existiert hat. Ah ja, gut zu wissen. Er zerquetscht jeden Gegner wie Maden. Seine Macht ist ungebrochen. Also fairerweise, er war schon mächtig, ne? Das muss man ihm verlassen. Also er war ein mächtiger Magier und war stark genug, es wohl mit den Elras aufzunehmen. Also wird er kein Durchschnittsbürger gewesen sein, das kann man auf jeden Fall sagen. Und tschüss. Na gut. Ustras Pyramide. Und das hier sollte uns bekannt vorkommen, weil das haben wir tatsächlich ja schon gesehen damals. So, ich speichere hier mal kurz, weil wir erstmal gucken sollten, wie stark denn die Gegner sind. Macht schon ordentlich Damage. Wie Lane aber gerade auch, ne? Also, die hat 200 Schaden gemacht, oder was? Alter! Nice! 3000 EP für einen Gegner. Nice! Lass mal kurz reingucken. Für wann ist denn der Quest? Verlorene Pharao. 60. Ja gut, dann sind wir ja auf dem Level. Gut, wir kommen ja der Zuflucht jederzeit wieder raus, also... Übrigens, wenn die Fackeln hier brennen, sind ja normale Fackeln. Das sind ja keine
sind ja hier keine magischen Fackeln, das ist ein normales Feuer. Muss ja jemand hier regelmäßig hinkommen und die auch anzünden, ne? Ich verstehe aber nicht, warum Balnas Schwert jetzt gerade der Angriff gegen den Skorpion so wenig Schaden gemacht hatte. Also für die Gegner sind wir auf jeden Fall stark genug. Aber diesen Effekt liebe ich ja, ne? Dass man so die Map darunter so sieht, das ist mega cool. So. Oh, du lebst ja noch. Sehr schön. Eigentlich kein großes Problem, würde ich sagen. Level 60 erreicht, auch schön. Wir sind jetzt auch Level 60 geworden. Das heißt, wir können das Schlösserknacken jetzt maximieren. Dafür brauche ich mal, ich weiß gar nicht, wie viele Seelen ich dafür nochmal brauche, aber jedenfalls mehr als 25. Habt ihr das gehört? Wie bitte? Oh nein, geht das schon wieder los. Ich dachte, das hätten wir überstanden. Aber Valnar neigt wohl immer noch zum Wahn. Ein widerliches Lachen. Aber jetzt ist es still. Das nimmt wohl kein Ende, was? Was zum Geier stimmt mir nicht? Ich will, dass es aufhört. Glaub bloß nicht, dass ich dich genau beobachte, Bursche. Ein Fehler und du hast nur noch einen halben Kopf. Erstmal ganz geschmeidig bleiben, Mr. Asker, ja? Verdammt. Deine Zeit ist vorbei, Ustra. Deine widerliche Existenz wird bald zu Ende sein. Wir sind hier, um dich zu vernichten. Kommt, meine Brüder, besiegeln wir die Herrschaft der mächtigen Elras. Ich glaube aber nicht, dass Ustra die Elras bekämpft hat aus reiner Herzensgüte, sondern eher so aus eigener, damit er eben seine Herrschaft ausbauen kann, weil die Elras halt im Weg standen. Das hatte nichts damit zu tun, dass er irgendwie jetzt die Welt retten will oder so. Erkennt ihr übrigens die Gänge? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wie fühlst du dich, Valnar? Nicht besonders. Ich hasse diese Gedanken. Sag Bescheid, wenn es zu viel für dich wird, dann schlage ich dich in zwei Stücke. Aska! Schon gut, schon gut. Erkennt ihr die Gänge? Ohne Mist jetzt? In Vampire's Dawn 1 sind wir hier ja gewesen. Oh. Upsi. Sorry. Wie viel Schaden? Ach, Wurstsuppe, ey. Das ist doch keine Sau. Komm her, nehmen es gerne alles mit. Wenn ich hier so ein komisches Tritträtsel, dass man irgendwie nur gewisse Felder betreten durfte normalerweise und so. Ah, das war so ein Scheiß. Aber wenn auch die Welt hier zurückgesetzt wird, Nadelschmerz ist. Oh, entschuldigt bitte, mein Kaninchen hat gerade nach mir verlangt. Die hatte ihren Napf rumgegraben, ganz demonstrativ. Da gab es jetzt eine Kleinigkeit zu essen. So, die Nadel des Schmerzes hat man von bekommen. Das da unten. Geschick plus 200. Ich glaube, es macht aber auch rasend. Das weiß ich nicht, ob ich das möchte. Können wir aber... eigentlich E-Mail geben, oder? Suchen wir es mal. Einfach mal ausprobieren. Ein Heilelixier, cool. Resistenzstein, mein Gott. Das gibt, ey. Ja. So, aber es müsste auch deutlich schneller dran sein. Raserei macht ja auch extra Schaden eigentlich.
Wo es eigentlich auch mag zu sagen, dass der... Ja, ich weiß noch nicht. Der ist zwar schnell dran, aber irgendwie ist es auch ganz cool, wenn man den kontrollieren kann. Und dann kann auch mal ein AOE-Skill machen und so. Das sind schon Sachen, die irgendwie wertvoll sind, ne? So, komm, Ultima und weg mit dem Scheiß. Na, fast. Nee, ich nehme das wieder weg. Das wird zu blöd, ganz ehrlich. Kriegt wieder den Ring, dass er nicht blind werden kann, was seine einzige Schwäche ist im Endeffekt. So, dann kriegt er ein Krankheitsserum. Zack. Lane, einmal bitte heilen. Genau. Bluttrank. Bitte nochmal heilen. So. Eine Blutflasche. Sehr schön. 10.000 Filame dabei. Mein Gott, ist ein Bereich. Oh, ist ein Geheimgang. Da ist so ein Gegner drin. Geil. Level 61 erreicht. Sehr schön. Ach komm, genug von. Scheißegal. Verschlossen. Ja, sehr gut. Gadars Stab. Der ist ja für den Magier, ne? Mal gucken. Der ist schon stark, aber der hat irgendeinen negativen Effekt. 1000 pro. Aber wir benutzen den Magier jetzt ja im Moment sowieso nicht. Bleiben erstmal schön hier auf Werwolf-Seite. Leere Flasche. Mal los. Oh, ich habe keinen Dieter mehr. Da kann ich das Schlösser knacken, natürlich so lange leveln, wie ich will. Wenn ich keinen Dieter mehr habe, dann geht's hier nicht weiter. Mein Fluch. Wir müssen gucken, wie kriegt man den denn weg? Damit nicht. Ich hab nichts dabei, um den Flug aufzuheben, oder? Ah, Flug bedeutet, man kann die Ausrüstung nicht ändern. Und überhaupt ist Aska irgendwie total schwach, also der kann ihm gerade gar nichts mehr. Oh, seine Stats sind halbiert. Guck ich das mal an. Das ist natürlich eine miese Brise, ne? So, dann müssen wir übrigens mal eben gucken. Schutz vor Fluch haben wir schon mit dabei, oder? Fluch und Stein zum Beispiel, Schutz vor, ja. Ja, dann ist halt Asgard ein bisschen nutzlos. Brauner Stein, sehr gut. Sehr gut. Da kommen wir schon irgendwie durch. Ich glaube, das sind sogar mal Gegner, die man aussaugen kann. Sehr gut. Tatsächlich wollte ich das. Das ist kein Witz. Dann kann man nämlich folgendes machen. Druck der Ewigkeit. Genau. Ein Heiltrank. Banane, aber bitte Blut saugen. Gut. Ich
Das ist nicht dein Ernst. Es blutet auch endlich. Oh, es blutet der. Hm, 300 Schaden mit dabei eben. Ultima! Sehr schön. Ich bleib auch schön drauf stehen, ne? Ich denke mir so, ich stehe auf Schmerzen. Das braucht mich jetzt gar nicht so. Viertausend Filaten, da sagen wir nicht nein zu. Das ist auch so ein Standardspruch von mir, da sage ich nicht nein zu. So. Was mir gerade so einfällt. Ja, ganz toll machst du das. Ein bisschen nervig hier. Ja, geht doch. Irgendwas was ein, wenn ich mal ein bisschen die Aufgaben mal gucke. Verlorene V 60. Nächste Schlüssel, den kann ich jetzt schon holen. Der darauf wird ein bisschen schwieriger. Blutige Folter. Pilzenbrot. Die nächste Burg kann ich dann auch machen, theoretisch. Die drauf wird ein bisschen ekliger. Ja, okay. Naja, gut, okay, okay. Wir nähern uns jedenfalls mit großen Schritten der Komplettierung der Burgstücke. Und jetzt kommt eins der leichtesten Rätsel, wie ich finde. Hier. Ja, an der Wand steht etwas geschrieben. Dann lass uns doch mal schauen. Okay, hier steht. Das Gewicht des Geldes ist verteilt auf die vier Schultern. 200 Filar sind mehr als 300 Filar. 300 Filar sind mehr als 400 Filar. Verteile das Maximum. Klingt nach einem Rätsel. Aber ich habe keine Ahnung. Halten wir uns nicht mit so einem Schwachsinn auf. Weiter geht's. Ist eigentlich ganz einfach. Wir haben vier Schultern. 200 Filar. 200 Filar ist das Maximum, ist das Höchste, weil das das Meiste ist. So, und das heißt, geteilt durch 4 sind 50 pro. Ich kenne viele Leute, die das Rätsel von uns nicht verstehen, aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich einfach. Okay. Da müssen wir vielleicht mal gucken. Ich weiß nicht, was da drin ist, ob sie halt lohnt, mal rüberzukommen. So. Jedenfalls haben wir das erstmal hinter uns. So, was wir jetzt mal eben machen können, ist, weil wir so viele davon kriegen noch. Wir kriegen noch einige durch die, wie heißt das, Liebe und so. Vampirsteine kann man da schon mal benutzen. Mich verarscht die Sau. So, weiter geht's. Hab ich drauf. Wie eine Eins. Das ist mir auch nicht. Leben wir weiter. Nein, hier ist nichts zu holen. Weg. Los. Ah, ganz knapp.
Ach, du bist so eine Medusa hier, ne? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Die können versteinern. Und das kann dann eklig werden. Aber Versteinerung kann man wieder auflösen, indem man zwischen angegriffen wird. Komm mal nah, Nuckelmann hier. So. Sehr schön. Lane hat direkt ihre Krallen gezeigt, weil Valnan ihr genuckelt hat. So sehe ich das. Das ist die Wahrheit, okay? So, hier geht's nicht weiter. Rache, süße Rache. Schon wieder diese Stimmen. Versuch es zu ignorieren, Valnar. Also ich werde nicht ignorieren, wenn Valnar hier durchdreht. Mach dir nur keine falschen Hoffnungen. Ich habe mich unter Kontrolle. Sagt's nur, wie lange noch. So. Zeigt einmal, aber der Weg ist der richtige, würde ich sagen. Trank der Ewigkeit, auch ganz toll. So. Der Blutrune, schön. Guck an! War da einfach ein Druckschalter? Eine Sauerei, ne? Ausgetanzt wie eine Eins, ey. Die Seelen haben wir mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet, was ein Level 3er Skill zu lernen. Ich hoffe, ich habe gleich genug, dann kann ich die Geheimgänge oder so schon mal aufdecken oder irgendwie sowas in der Richtung. Also irgendwas schon mal was gut ist oder die Steuern erstmal erhöhen. Vampirstein. Die Geheimgänge sind ja eher so semi-wichtig. Tja, es sind alles immer so Sachen. Wo legt man da seinen Wert drauf? Hier müssen wir jetzt aber erstmal noch nicht lang. Ich bin ziemlich sicher, dass wir erstmal woanders hergehen müssen. So. Leere Flasche, okay. Jetzt voll das Geheimnis gefunden. So. Vielleicht vertue ich mich auch gerade in der Reihenfolge. Ich hätte doch erst einen anderen Weg gehen müssen. Wir werden es sehen. Direkt zwei von denen. Oh, das war eine ekelhafte Gruppe. Das soll ich mal so wie ich denke. Da lasse ich euch dann mal dabei. So. Dann machen wir hier jetzt auch keinen Geschiss, sondern sorgen dafür, dass wir möglichst schnell die kaputt kriegen. Ultima. Wilde Wut. Nochmal Ultima. Und Asuka greift sie erstmal. Sehr gut. Weil gegen sie macht auch mehr Schaden. So, dann sorge ich jetzt die Stärke der Flamme. Ich schätze mal, dass wir sie gebufft haben. So, nuckel sie mal aus. Gut. Sehr gut. Das hätten wir. Sollte Valnar nicht so treffen, der ist selber Lichtattribut. So. Geht doch. Ziemlich viele Fallen, die wir hier entschärfen. Schlossen. Und die Dieter kommen noch nicht weiter. Los. Schade. AI. Das war nicht cool, Leute. Immerhin kann Valnar nicht versteinert werden. Und versteinern kann übrigens auch, wenn alle versteinert werden, ist es gleich mit dem Game Over. Zum Glück haben wir da für Valnar ein bisschen vorgesorgt. Du bist ein Held, Asuka.
Wir warten kurz, bevor wir mit Elaine oder Balnar was machen. Okay, dann müssen wir es doch machen. Sehr schön. Level 63 gestiegen. Sehr schön. Yes, sehr gut. Ich bin genau richtig gelaufen. Ich glaube, das war doch mit dem Schalter hier in Episode 1 auch so, oder? Nur hatten wir da die Random Encounter, beziehungsweise nicht in dem Patch, aber war es ja früher dann. So. Ich weiß halt nicht, wie lohnenswert die zwei Kisten sind. Da müsste man sich überlegen, ob man da immer noch mal herkommt und die nochmal holt. Filar, da sagen wir nicht nein zu, wie ich immer so schön sage, ne? Säuretrank, kann ganz cool sein. Noch ein Säuretrank. Zwei sind nicht cool. Einer wäre cool gewesen, zwei. Schon so eine Massenproduktion hier, komm rum. So. Ist da noch einer drin gewesen, ne? Hinweggeworfen. Weggeworfen. Ich hatte jetzt echtes Glück. Die haben jetzt mehrmals Zorn der Medusa benutzt. Es waren zwei von diesen Viechern. Und das versteinert. Und die haben jedes Mal Balnar angegriffen, den ich halt mit dem Gegenstand ausgerüstet hatte. Dass er immun gegen Stein ist, haben wir Glück gehabt. Tatsächlich ist die Pyramide ein recht genauer Nachbau, nur ein bisschen schöner als in Teil 1. Muss man einfach so sagen. Ein Topaz. Guck mal, wie viele Topaz wir schon bekommen haben. Ich glaube, das können wir dir verkaufen, weil den Quest mit dem Topaz haben wir schon erledigt. Das verchecken wir. Ein Säuretrank haben wir zum Glück noch gar nicht gefunden hier. Was war das? Ah, sehr merkwürdig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich fühle es. Ja, lasst uns ganz besonders vorsichtig sein. Wer weiß, was wir hier finden. Oder was hier auf uns wartet. Oh. Hier schwirren mir Millionen von fremden Gedanken durch den Kopf. Die Zeit ist gekommen. Es gibt kein Entkommen mehr, Ustra. Ihr kümmerlichen Elras, was glaubt ihr, wenn ihr vor euch habt? Einen Pharao, dessen Herrschaft heute enden wird. Oh, wie kümmerlich ihr euch noch seid. Das ist übrigens auch geil, ne? Das ist auch dieser Ascarin, bei dem wir letztes Mal das Amulett für die Wölfe bekommen hatten. Er auch. Wie erbärmlich ihr noch seid. Das sagen hier tatsächlich sehr viele Leute so in diesem Stil, ne? Also, das ist schon häufig aufgefallen. Glaubt ihr, ich hätte euch meine Pyramide gelassen, wenn ich es nicht so gewollt hätte? Lange genug hast du uns belästigt. Heute werden wir dir zeigen, was wahre Schmerzen bedeuten. Ihr vergreift euch selbst an hilflosen Stadtbewohnern und schlachtet sie ab wie Vieh. Erbärmlich. Die Bewohner beten um ihren Tod. Eure tyrannische Sklaverei hat sie völlig zermürbt. Sie wollen fliehen, weg von euch. Sie hassen euch dafür, dass ihr sie als Sklaven für den Bau ihrer ekelerregenden Pyramide missbraucht habt. Und wir befreien sie von ihrem kümmerlichen Elend. Und fresst ihre Seelen, missbraucht sie für eure schandhafte Magie. Der Frieden im Tod ist besser als ein Schrecken im Leben. Ihr gebt keinen Frieden, ihr zerstört ihre Seelen. Wir helfen ihnen, sie helfen uns, mit ihrer Seele. Das ist wahre Menschlichkeit, meint ihr nicht auch, Ustra? Es ist nett, von euch herzukommen. Ich hatte unseren Krieg mehr als satt. Wie lange geht er nun schon? Ich habe aufgehört, die Jahre zu zählen. Jedes Jahr dieses Kriegs war eine verschwendete Zeit. Wir hätten euch schon viel früher besiegen sollen. Aber was glaubt ihr denn, warum ihr es bisher nicht geschafft habt? Weil ihr kümmerliche Würmer seid. Na, euch wird das Lachen gleich vergehen. Euer Schädel wird mein neuer Trinkbecher werden. Wir sind hier mit mehreren Dutzend unserer stärksten Magier und ihr seid allein. Allein!
Es wäre eine gute Zeit, um Gnade zu flehen, Ustra. Gnade? Ihr glaubt, ihr überschätzt eure Position, Abschaum. Ihr solltet um Gnade flehen, doch werde ich euch keine geben. Genug von diesem Geschwätz. Macht euch bereit zu sterben. Viel Spaß in der Hölle. Was ist das? Nur Narren sind so dumm wie ihr. Das sind die krassen Disfights hier. Eine Falle! Das war General Akbar. Das ist eine Falle. Ja, da meine Magie funktioniert nicht. Ist meine Falle nicht niedlich? Jahrelang habe ich an ihr gebastelt, um diesen Tag genießen zu können. Jahrelang habe ich probiert, wie ich sie perfektionieren kann. Wie ich es erreichen kann, dass eure Magie durch meine Falle nutzlos wird, solange sie aktiv ist. Und ich muss sagen, es hat sich wahrhaftig gelohnt. Verrotte in der Hölle, Ustra. Oh nein, wie ich schon sagte, in die Hölle kommt ihr. Ich hätte mal ganz dösig dabei, wenn ich das gewackelt sehe. Das kann nicht sein. Dies war unser Sieg. Ihr kümmerlichen Würmer, ihr seid ja tatsächlich noch am Leben. Niemals wirst du uns besiegen, Ustra. Verflucht. Spüre unseren Zorn. Die ist unser Sieg. Jetzt ist es genug. Und nun werdet ihr sterben. Ustra, nieder mit den Elras. Das war ein denkwürdiger Tag. Die Vernichtung der Führer der Elras durch meine Hand. Abschaum. Was sehe ich denn da? Ein Buch? Wirft er einfach in die Ecke. So, was haben wir denn hier? Ein Zauberbuch der Elras. Interessant. Beschwörung eines Dämons. Unnütze Spielereien. Regen aus Blut. Absolut unbrauchbar. Mikados. Ohne jede Aussagekraft. Mist, Mist und nochmal Mist. Haben diese Würmer denn keine brauchbaren Zauber? Nacht der Schattengeister. Mal schauen, was ich hier noch so finde. Astrale Kopie des Selbst. Nun wird's langsam interessant. Das erklärt auch, wie die Dämonenbeschwörung da gelandet ist. Ihr habt doch nicht einfach gedacht, ich wüsste nicht Bescheid. Natürlich weiß ich, dass eure Seele zu Schattengeistern gemacht habt. Dass ihr eure Seele zu Schattengeistern gemacht habt. Erbärmlich. Und nun wollen eure Schattengeister euren toten Körper verlassen und sich einen neuen Wirtskörper aneignen. Oh, wie vorhersehbar ihr doch seid. Auch dieses Oh, wie blablabla ihr seid. Das ist auch so ein ganz typischer Malex-Dialog. Doch ich habe eine Überraschung für euch. Mit diesem magischen Bannstein kann ich eure Seelen bannen. Aber seid nicht traurig, ihr bekommt ein neues, euch wohlbekanntes Zuhause. Und da sind sie auch schon. Kommt her, dieses Buch wartet auf euch. Einer nach dem anderen. Oh, ist ein herrlicher Sieg.
Ich hoffe, ihr habt es schön gemütlich dort drin. Und nun habt ihr reichlich Zeit zum Zauberstudieren. Hast du das gesehen, Lane? Ustra hat die Elras in das Buch gesperrt und anscheinend wurden sie frei, als ein bestimmter Zauber aus dem Buch gesprochen wurde. Die Belebung eines Blutgeistes. Ich habe es ja gesagt, ich bin unschuldig. Na schön, bei der Weltenumwandlung warst du unter Kontrolle eines Schattengeistes. Allerdings waren da drei Schattengeister und einer wurde bei der Belebung von Aska frei. Wo sind dann die anderen beiden? Vielleicht sind sie noch im Buch eingesperrt. Jaina hat das Buch. Und Jaina wird von einem Schattengeist kontrolliert. Ich schätze, die anderen beiden sind schon wieder freigelassen worden. Das klingt ganz und gar nicht gut. Ustra hatte eine Art Bannstein, mit der er die Schattengeister in das Buch bannen konnte. Ich schätze, wenn wir die Schattengeister besiegen wollen, müssen wir uns auch so einen Bannstein besorgen. Sonst sind wir ihnen hilflos ausgeliefert. Immerhin scheint es so, als könnten die Schattengeister ihren Körper nur verlassen, wenn dieser getötet wird. Solange wir die Träger der Schattengeister nicht töten, sind wir erstmal sicher. Falsch! Dein Schattengeist ist doch auf Jaina übergesprungen. Oh mein Gott, versteht ihr nicht? Toter Körper! Die Körper von Vampiren sind tot. Untot, genauer gesagt. Das heißt, sie können jederzeit von einem Vampir zum anderen springen. Seht ihr, wie sich das Puzzle langsam zusammensetzt? Das ist halt der Punkt. Die Elras haben halt Vampire erschaffen, um perfekte Wirtskörper zu haben, mit denen sie dann, ne, zwischen die sie frei hin und her wählen können. Haben sie einen Vampir ausgebrannt, gehen sie zum nächsten. Wie es mit Aska und dem Weltenwanderer war im Endeffekt. Dieses, sag ich doch. Vampire sind perfekte Wirtskörper für Schattengeister, voller Macht für die Schattengeister. Und wenn sie einen Vampir völlig ausgebrannt haben, wechseln sie zum nächsten. Boah, ich bin so gut, ey. Es ist wirklich erschreckend. Und abgesehen davon bedeutet das, dass der Schattengeist von Jaina jederzeit wieder auf uns übergehen kann. Wir brauchen also einen Bannstein, um davor gewappnet zu sein. Aber woher sollen wir den bekommen? Ich habe noch nie davon gehört. Ich weiß es nicht. Wir sollten auf alle Fälle unsere Ohren offen halten und ob wir darüber was hören. Ja. Aber was ist eigentlich mit Vincent Vaynard? Was meinst du? Nun, wenn Vampire der perfekte Wirtskörper für die Schattengeister sind, dann muss Vincent ja der schlimmste Feind der Elras gewesen sein, denn er hat Vampire gezielt gejagt und getötet. Tja, aber er wird wohl nie einen gesehen haben. Denn immerhin hat er ja weit nach dem Krieg zwischen Elras und Ustra gelebt. Alle Elras waren zum Zeitpunkt des Heiligen Krieges ausgestorben. Die letzten drei Elras waren wohl die, die in dem Buch eingesperrt waren. Ich glaube kaum, dass er einen Blutgeist wiederbelebt hat, denn er wollte Vampire ja schließlich ausrotten. Tja, und damit hat er auch keinen Elras freigesetzt. Der erste Elras entkam bei meiner Wiederbelebung. Ich will es hoffen. Aber es wäre wirklich merkwürdig, wenn Vincent auch einen Schattengeist in sich getragen hätte. Er hat sich nicht gerade so verhalten, dass die Elras irgendwelche Vorteile davon gehabt hätten. Warum hat er unbedingt Hohepriester werden wollen? Und was ist in der Ebene der Blutgeister passiert? Das, was dann passiert ist, halt, wäre halt auch noch nicht gelöst. Tja. Schauen wir erstmal, was hier noch so gibt. Verflucht, was ist das? Die Falle ist doch aktiv! Aber wie? Ich kann mich nicht bewegen. Ah! Verdammter Mist, was geht dir vor? Oh, ich fühle mich furchtbar. Wie konnte diese verdammte Falle losgehen? Wir waren doch schon vor nicht allzu langer Zeit hier und da ist nichts passiert. Immerhin existieren wir noch. Die Falle scheint Elras härter zu treffen. Unser Begleiter hat es aber dann nicht überlebt. Der Werwolf hatte wohl auch keine Resistenzen dagegen. Wie geht es euch? Mir geht es gar nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht. Es fühlt sich eher eine magische Vergiftung an. Es hat uns gerade noch gefehlt. Wir sollten schnellstens ein Heilmittel dafür finden. Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich mal ein Buch über magische Krankheiten im Magierzimmer. Wir sollten uns mal anschauen. Vielleicht hilft es uns weiter. So. 10.000 Filar erhalten. Dafür hat es sich schon mal gelohnt. Hier ist auch geil. Normalerweise sammeln sich die Figuren und gehen dann hoch. Hier jetzt nicht. Na gut, okay, dann haben wir das, haben wir das, haben wir das, haben wir das. Das Portal ist nicht aktiviert. Vielleicht ist ja ein Schalter oder sowas in der Nähe. Ist hier wieder irgendwo. Da vielleicht diese. Muss ich hier die Brüste der Statue eindrücken? Kriegen wir es jedes Mal Schaden, wenn wir jetzt. Das kommt, warte mal.
958, warte mal einen. Ah, 9 Schaden pro Gewehr. Weißt du was? Geht doch leichter so. Wir können uns etwas ausruhen. Wir können uns auch einen neuen Begleiter holen. Das ist nämlich kein Problem. Wir können also einfach runtergehen und können uns dann einfach den nächsten Werwolf holen. Wir haben ja ein paar. Oh, Freunde. 14.000 Filar. Leck mich fett. Aber richtig, richtig fett. Ich wollte aber mal einen Krieger dabei haben. Gucken wir uns den mal an. 10 Fetzer. Rundumschlag. Ah, weiß ich nicht. Ne, ich finde den Werwolf besser. Ah, schön, wenn die Kammer sich hier füllt. So. Dann können wir jetzt die Folge auch gleich beenden. Ich möchte aber noch einmal eben gucken. Wir müssen von dem Geld auch mal ein bisschen Heilmittel noch kaufen. Bluttränke vor allem in erster Linie. Genau. So. Was haben denn die Diebe in der Zeit so gefunden? Ist ja viel hier passiert. Heilflaschen, Blitzstaub, Eissalz, verseuchtes Wasser, 4000 Filar. Nice, dankeschön. Mir ein paar Männer. Ihr könnt euch 35 leisten. Wow. Dann gib mir die 35. Vielen Dank für die 44.100 Fila. Sehr, sehr gerne. So, dann können wir nämlich mal gucken. Was haben wir denn? 35 Söldner haben wir da. Und hier haben wir nochmal 33. Das sind also 60 insgesamt, ne? Noch irgendwo anders welche? Nee. Okay. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ne? Wir haben jetzt für heute genug gemacht, würde ich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschö, mit dir, mach's gut, bleib gesund. Bis dann, ciao, ciao.